Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ja, ihr merkt es schon, ich spreche ein bisschen leiser und auch weniger enthusiastisch gerade, was daran liegt, dass ich neben mir einen kleinen schlafenden, kranken Hundewelpen habe. Und das ist auch der Grund, warum die letzten Tage kein Witcher erschienen ist. Es gab ja eine längere Pause sogar, denn letzte Woche hatten wir ja Fallout-Woche. Fallout 4 ist erschienen. Das war dann erstmal interessanter für den Anfang. Und ich hatte noch 3 Folgen Fallout letzte Woche schon vorproduziert. Die habe ich jetzt, zumindest 2 davon hatte ich jetzt schon für diese Woche noch rausgebracht, veröffentlicht. Die waren halt schon fertig. Ansonsten hat mich aber der kleine Hund ein bisschen beschäftigt. Und das tut er auch weiterhin und ich mache mir auch weiterhin große Sorgen. Denn ja, es sollte eigentlich ja etwas Schönes sein. Wir haben uns halt. Achso, ich muss dahin. Ah, ich muss in die Richtung. Ich erzähle das noch kurz. Wir haben uns am vergangenen Sonntag einen kleinen Hundewelpen gekauft und mitgenommen. Also wir haben ihn schon die Woche vorher angeschaut und reserviert quasi und haben ihn jetzt am Sonntag mit nach Hause genommen. Und es hat sich leider herausgestellt, dass er von seinem Vorbesitzer nicht besonders gut ja, behandelt wurde und dass er bereits krank zu uns gekommen ist. Ich war dann Montag mit ihm beim Tierarzt und er hat Durchfall und Fieber und eventuell auch einen ganz fiesen Virus. Und ja, jetzt sind wir alle gespannt, ob er sich davon überhaupt wieder erholt. Im Moment schläft er gerade, wir waren eben draußen. Deswegen versuche ich auch nur diese Aufnahme hier zu machen. Also zum einen verzeiht mir, dass ich ein bisschen abgelenkt bin, dass ich vielleicht nicht ganz so happy klinge gerade. Und wenn der Kleine sich gleich meldet, mir gefällt es auch eigentlich gar nicht gerade, dass ich das Headset aufhabe, weil ich dann im Zweifelsfall nicht höre, wenn er Geräusche von sich gibt oder das nur schwer höre. Das ist auch ein Grund, warum ich ein bisschen leiser rede und warum ich ein bisschen mehr auf ihn achte. Ja, und wenn er sich gleich meldet, dann muss ich hier natürlich erstmal abbrechen und mich um ihn kümmern. Im Moment schläft er, wir waren eben draußen. Tja, und jetzt heißt es erstmal Medikamente geben und hoffen, dass alles gut wird. Denn mehr können wir im Moment leider nicht für ihn tun. Und ja, ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass der Händler, von dem wir ihn bekommen haben, auch überhaupt keinen guten Ruf hat. Also, als ich zur Tierärztin gegangen bin und gesagt habe, woher wir ihn haben, hat sie direkt geschluckt. Wo muss ich denn hin? Doch, ist doch die richtige Richtung. Genau, das Gold der Trottel. Wir haben ja eben in dem Dorf angefangen, wo die Menschen in Schweine verwandelt wurden. Und jetzt müssen wir zur Schweinehütte oder sowas. Genau, steht auch da, finde die Schweinehütte. Ah, Banditen. Ja, auf jeden Fall hat der Tierhändler überhaupt keinen guten Ruf. Und sie sagte auch schon, dass viele, viele der kleinen Welpen dort krank sind und krank verkauft werden. Und auch einige dann in den ersten Tagen in ihrem neuen Zuhause leider verstorben sind. Was mir natürlich umso mehr Angst macht. Und jetzt schaue ich auch immer wieder zu ihm. Er liegt jetzt unpraktischerweise so ein bisschen schräg hinter mir. Aber ich will ihn natürlich nicht wecken und jetzt irgendwie woanders hinlegen. Er soll sich auch ein bisschen ausruhen. Wir waren auch heute Morgen nochmal bei der Tierärztin. Ih, da rollt ein Kopf. Ja, ist kein schönes Thema jetzt. Weiß ich. Ist nicht unbedingt etwas Unterhaltsames. Jetzt bin ich auch noch überlastet. Ja, super. Aber ich wollte es mal ansprechen. Ja, wie gesagt, der Händler hat einfach überhaupt keinen guten Ruf und viele der Welpen versterben in den ersten Tagen, was mir jetzt enorme Sorgen bereitet. Und deshalb kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung nur sagen, informiert euch vorher, wenn ihr ein Tier kauft, informiert euch, wo es herkommt und ob es gut behandelt wurde. Und ja, den Fehler haben wir gemacht. Wir haben eine Anzeige gelesen, sind hin, haben uns die Tiere angeschaut, das Tierchen angeschaut, haben uns sofort verliebt und gesagt, ja, den nehmen wir mit nach Hause. Aber wir haben uns nicht ordentlich informiert. Und das war letztlich ein großer Fehler. Gut, da kann das Tier nichts für. Das ist jetzt die andere Sache, dass jetzt Leute kommen, die sagen, ja, was unterstützt ihr auch so einen Händler? Zum einen haben wir es nicht gewusst. Gut, das war eigene Dummheit,
Wir haben uns nicht ordentlich vorher informiert. Zum anderen kann das Tierchen ja nichts dafür. Und zu sagen, nee, ich lasse dich jetzt hier bei diesem... Oh, was haben wir hier? Ich kann zu dem Tierchen ja nicht sagen, ich lasse dich jetzt hier unter diesen miesen Umständen zurück und vielleicht qualvoll verenden. Nur weil ich den Händler nicht unterstützen will. Also, ja, das ist so eine Sache. Ich möchte sowas eigentlich auch nicht unterstützen. Die Art, wie George mit den Tieren umgegangen wird. Also ich sag jetzt bewusst nicht, welcher Händler es ist, aber... im Zweifelsfall, wenn man sich... Oh, Hexerausrüstung. Verbessertes Katzenstahlschwert. Auf das Wort Katze reagiert er auch nicht. Ich habe gerade mal geguckt. Das gefällt mir nicht. Ich sag euch, wir sollten verduften. Du redest Quatsch. Ich brauche was Schweres. Die Tür will nicht. Wer ist das? Er hat uns entdeckt. Schnappt ihn. Warum sind hier eigentlich Banditen? So, und ich bin übrigens schon total raus jetzt. Ich merke gerade, ich bin ja ein Hexer. Ich kann ja noch ein bisschen mehr als... Wie, das ist während des Kampfes nicht erlaubt. Ich kann ja noch ein bisschen mehr als nur Schwert kämpfen. So. Habe ich mir jetzt überhaupt den Raum richtig zu Ende angeschaut? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ach je. Okay, das hätte ich schon fast übersehen. Ja, ich habe auch das Rollo noch oben hier beim Aufnehmen, weil ich natürlich... Der Kleine hat ein bisschen, na, vielleicht, ja, ein bisschen Angst im Dunkeln, könnte man sagen. Und da möchte ich es hier nicht so abdunkeln. Deswegen habe ich natürlich gerade wieder das Problem, dass bei dunklen Bildschirmen, dass ich mich eher im Fernseher spiegle, als dass ich was sehe. Da hilft die Fackel hier schon so ein bisschen, aber... So, dann schauen wir mal. Wir brauchen was Schweres. Wir haben doch eigentlich einen Schlüssel. Jontecks Schlüssel passt doch. Okay. Such mit Hilfe deiner Hexersinne in der Schweinehütte nach Hinweisen. Ja, das ist interessant. Ja, dann gehen wir doch einfach mal. Okay. Oh, und das Medaillon vibriert ganz ordentlich. Da vorne ist ein Schwein, glaube ich. Wo ist es hier? Links, rechts, unter uns? Hier sind viele Leute durchgekommen. Und etwas Schweres war auch hier. Etwas Schweres war hier. So, ich guck mal gerade hier am... Na! Na, halt die Fackel draußen, Junge. Ich schau mal gerade hier am Rand. Na. Komm ich hier nicht drüber? Doch. Aber ich glaube, hier ist nichts. Na gut. Andere Seite. Huch. Schon stehe ich hier im Wasser. Ach je. Ja, ich gucke jetzt immer die ganze Zeit. Tut mir leid, wenn ich heute einfach nicht so viel rede. Oder ich weiß nicht, ob ich gleich vielleicht sogar noch mehr aufnehme. Dann auch die nächsten Folgen. Na? Hey, was ist das? Wo kommst du denn her? Wo kommen die denn plötzlich her jetzt? Huch, da bricht gerade... Ih, da bricht gerade eine Säule ab. Autsch. Mist, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass die auf den Banditen fällt. Alter. Der ist aber mal schwer gepanzert. Was mache ich denn mit dem? Der lässt sich ja mal gar nicht... Geralt, würdest du bitte mal irgendwie reagieren, wenn ich... Was macht der?
Okay, das kannst du jetzt nicht tun. Alter, was ist denn hier los? Ja, und der blockt Feuer, klar, mit einer Lanze. Alter, ich kann den überhaupt nicht... Was ist denn hier los? Ich kann den überhaupt nicht töten. Ach, jetzt kommen noch mehr, klar. Ja, der hat mich ja gleich getötet. Ja, super. Ja, ich muss wahrscheinlich hinter den. Ich muss irgendwie um ihn rum und ihn von hinten attackieren. Okay, das hatte ich zum Reden mit dem Schwein. Das hatte ich zumindest gehofft, dass wir schon hier drin sind. Ja. Wo sind denn die Banditen jetzt? Oder kommen die jetzt erst wieder? Ja. Gehen wir das mal. Achso, das ist noch ein leicht gepanzerter quasi. Da hinten kommt er, der Speerträger. Nee. Ach komm, willst du mich verarschen? Das war der doch jetzt nicht. Jetzt komme ich mir verarscht vor. Sie haben was ausgeschleift. Hier waren mehrere Leute. Sie haben was ausgeschleift. Ja, ich will den da. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns das Schwein zu erzählen hat. Hallo, du. Das Medaillon vibriert. Das Schwein muss auch aus dem Dorf sein. Moment, das klingt ja wie... Verstehst du mich? Also gut, versuchen wir es. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein. Verstehst du? Wie geil. Und ich blicke auf einen Schweinehintern. Ist das schön. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber du musst hungrig sein. Ich habe was Leckeres für dich. Oh, ist das süß. Na gut, reden wir. Geil. Ja, witzig, wer bist du? Wenn es nur ja oder nein kann. Was für ein... Oh. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein und dann stellt er die Frage, wer bist du? Jontek hat gesagt, dass nur der Kräuterkundler und der Dorfälteste fehlen. Dann müsstest du einer davon sein. Welcher bist du denn? Bist du der hiesige Kräuterkundler? Ich hab von dir gehört. Igor? Angenehm. Ich bin Geralt. Schön. Kennst du diesen Ort? Ein Tempel oder ein Grab? Ist es ein Grab? Hm. Sind wir in einem Tempel? Das klingt auch wirklich wie ein Zweimal quieken. Warte hier. Ich sollte mich umsehen. Bis später. Bis später, hochangesehener Herr Kräuterkundler. So, dann haben wir noch was? Auf dem Hemd. Und ein Kräuter sackt runter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Ja. Oh, was war das? Achso, das sind wieder die
Fußspuren. Okay, hier geht's scheinbar nicht so wirklich. Obwohl, da unten ist eine Truhe. Ich muss also noch irgendwie da runter. Ja, da muss es ja auch einen ordentlichen Weg geben. Ach, guck mal, hier sind auch... Genau, hier sind auch so Schweinestatuen. Bestimmt haben die den Tempel hier geplündert und das war dann ein Bann. Ein Fluch, ein Bann. Dass sie dann in Schweine verwandelt wurden, weil sie hier was gestohlen haben oder so. Okay, hier kann ich auch nicht mal so eben runter. Hier waren mehrere Leute. Sie haben was ausgeschleift. So, Schweinchen. Noch ein Schweinchen. Schweinehütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Mhm. Hier haben wir ein großes Symbol. Und da haben wir noch ein riesiges Schwein. Soll ich das Feuer hier mal anmachen? Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Eine Goldmünze? Okay, sehe ich zwar nicht, aber okay. Ja, dann haben sie das Gold rausgeschleppt und wurden dafür in Schweine verwandelt. Komme ich jetzt irgendwie nach da? Ah, ja. Okay. Hier komme ich runter. Na, komm schon. Aber jetzt zappelt nicht so rum. Du bist nicht Anno. Gämmerisches Stahlschwert und verbessertes Geisteröl. Und hier Bernsteinstaub, kleiner Striebock-Runenstein, Silber, Gesellenwaffenreparaturset und Manuskriptseite für Vollmond. So, haben wir sonst noch irgendwo irgendwas? Ich finde es gerade merkwürdig, dass es hier keine lokale Karte gibt. Weil ich da oben rechts quasi die Außenkarte habe. Ach so, jetzt bin ich wieder in... Okay. Moment, auf welcher Seite bin ich jetzt? Hier bin ich hergekommen, oder? Ja. Kann ich nicht noch auf die andere Seite irgendwie schwimmen? Hier oder so? Na, kommt man da nicht durch oder rüber? Na gut, okay, dann gibt's hier wohl nichts Spannendes mehr. Dann sprechen wir mal wieder mit dem Schwein. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Schwein meine Theorie bestätigt. Ich bin zurück. Na gut, reden wir. Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Ich muss mit Jontek darüber reden. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel. Und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Achso. Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Na, schauen wir mal. Dann sprechen wir mal mit Jontek. Und ich habe ja den Verdacht, dass der Jontek damit was zu tun hat.
Und es fehlt ja auch noch der Dorfälteste. Nicht, dass Jontek der Dorfälteste ist. So, jetzt steht hier ja schon jemand Rotes vor der Tür. Ein Bandit. Und ich konnte ihn schon schlagen, noch bevor ich durch das Tor wirklich durch war. So, na dann. Schauen wir mal. Jetzt bin ich dummerweise überlastet und kann nicht zurückrennen. Der kam aber nicht von... Nee, glaube ich nicht. Der wird wahrscheinlich einfach hier gelebt haben und erschlagen worden sein. Das Schwere, was rausgeschleift wurde, war die Truhe mit Gold wahrscheinlich. Ja, und Jontek ist wahrscheinlich gar nicht so doof, wie er sich stellt. Wobei ich mich andererseits frage, wenn er wirklich dahinter steckt und wenn er derjenige ist, der hier mies gewirkt hat und eigentlich nichts drauf hat, warum sollte er mir dann eine Schlüssel geben und mir erzählen, was los ist, auf die Gefahr hin, dass ich es tatsächlich herausfinde? Aber naja, das wird sich zeigen. Schauen wir mal. Ach komm. Das Pferd kann ja schneller. Flötze! Selbst wenn ich überlastet bin. So. Na dann, komm. Machen wir mal ein bisschen hinne. Hier ist ein versteckter Schatz. Okay, da bin ich jetzt schon nicht mit so irgendwas schnell, anderem kollidiert quasi. Komm, steig mal ab. Und lass mich mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wo sind wir denn jetzt? Dass da ein versteckter Schatz ist, den ich noch nicht kenne. Ach so, hier oben bin ich jetzt lang. Ah, okay, hier ist die Schweinehütte. Und hier muss ich hin. Ja, zu dem versteckten Schatz kommen wir ja eh noch. Dann machen wir den auch später. Ich möchte jetzt erstmal die Sache mit den Schweinen klären. Und vor allem, wenn ich hier jetzt kämpfen muss, ich bin ja noch überlastet, was mir auch nicht so besonders gut gefällt. Und das sind mehrere Ghule, wie ich gerade sehe. So, komm, machen wir schneller, Plötze. Werde ich mich erstmal dafür sorgen, dass ich nicht mehr überlastet bin, bevor ich da... gegen die Ghule kämpfe. Ja, hier ist das arme Schweinchen noch. So. Jontek, dann erzähl mir mal was. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter reiten sollen. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Ach so, ja, okay. Die Schweine locken Wölfe an. Aber er meint es, also er scheint es ja doch aufrichtig zu meinen. Er sagt ja, bitte Hilfe, sonst schlachten sie sie und so. Also er will eigentlich nicht, dass den Schweinen was passiert. Jetzt renn nicht weg. Kollege, hey, bleib mal hier. Hey, Jontek. Komm her, komm her. Ach, guck mal, jetzt schaut mein Hund mich an. Jontek? Ja? Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar.
Herrlich, der guckt schon so treu doof. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Ja. Gute Frage. Warum solltest du? Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Irgendwie muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht. Ach du Scheiße. Treibe alle verfluchten Schweine unter der Windmühle zusammen. Wirke das Axi-Zeichen, damit dir die verfluchten Schweine folgen. Yay. Okay, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn das wird jetzt wohl doch noch länger dauern. Ich hatte eigentlich gehofft, das jetzt schon fertig zu kriegen, die Quest, aber die wird sich wohl noch auf die nächste Folge ausdehnen, denn mit der Überlastung habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt gerade keinen großartigen Bock drauf. Großartigen Bock drauf. Aber ich meine, es gab hier auch einen Wegweiser, soweit ich mich erinnern kann. Ja, da vorne. Dann werde ich nämlich jetzt mal kurz zurück nach Krähenfels reisen und dafür sorgen, dass ich die Überlastung loswerde. Heißt, ich verkaufe ein bisschen Zeug, wie immer. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Oh, ein Häschen. Oh. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und treiben die Schweine zusammen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Fluch brechen können, der auf den Dorfbewohnern lastet. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen in der heutigen Folge und sage Tschüss und bis dann.